Ja, wie gefährlich war eigentlich Staffel 1 von Seven vs. Wild? Was war das gefährlichste Tier? Bär, Wolf, Luchs oder vielleicht auch jemand ganz anderes? Mehr dazu jetzt. Ja, moin ihr Lieben, mein Name ist Marcel, ich bin Wildtierökologe. Einige kenne ich vielleicht noch nicht, je nachdem auch wie gut dieses Video hier startet. Ich will natürlich selbstverständlich auch auf den Seven vs. Wild Zug draufsteigen. Tatsächlich auch, weil ich die Serie auch mag und mir gefällt's. Ich gucke sie auch gerne. Und weil ich hoffentlich auch noch ein bisschen was beizutragen habe. Also jetzt erstmal der Nachtrag zu Staffel 1. Hoffentlich schaffe ich es auch noch ein bisschen zu Staffel 2 zu recherchieren, weil ihr wisst es ja alle, auf Panama, tropische Insel, das ist jetzt nicht so ganz meine Expertise. Ich bin Ökologe, also man kennt sich immer so ein bisschen überall aus. Aber vor allem die großen Prädatoren, Bär, Wolf, sind so mein Ding. Und das will ich jetzt erstmal auf jeden Fall machen und alles andere gucken wir mal. Wenn ihr was zu der Thematik schon sehen wollt, zu Staffel 2, guckt mal bei meinem tatsächlich ehemaligen Studienkollegen Ben vorbei. Der hat dazu schon was gemacht. Macht das natürlich auch wie immer super. Etwas lang. Naja, aber ich mag seinen Stil sehr gerne und schaut da mal rein. Und da erfahrt ihr auf jeden Fall eine ganze Menge dazu. Und er hat tatsächlich auch schon ein Video zu dieser Thematik hier gemacht vor einem Jahr. Was ich auch wieder so ein bisschen vergessen hatte, weil ich es auch unbedingt machen wollte und habe jetzt ja halt abgewartet und dachte, ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das nochmal zu machen. Aber guckt auch da gerne rein und ja, los geht's. Und ich möchte jetzt natürlich vor allem die drei großen Prädatoren, die alle in Schweden auch noch leben und tatsächlich sogar in den Beständen zugenommen haben, besprechen, also Bär, Wolf und Luchs. Plus eins, da gibt es natürlich noch einen. Und nochmal plus eins, da gibt es noch ein anderes Tier, wo ich sagen würde, ah, da ist vielleicht noch die größere Gefährdung irgendwo vorhanden. Und ja, damit fangen wir mal an. Ja, und erstmal ist natürlich die Frage, wo befinden wir uns eigentlich? Ich glaube jetzt nach einem Jahr, viele wissen es auch schon, die Info ist eigentlich öffentlich auch zugänglich. Es ist, war dieser Narrensee. Ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, in Mittelschweden, könnt ihr euch mal anschauen. Tatsächlich, ja, so ein bisschen fast auf halbem Weg, ein bisschen nördlicher noch, zwischen Oslo und Stockholm. Also Mittelschweden würde ich das trotzdem nochmal bezeichnen. Und sehr, sehr waldreich, sehr viele Seen, auch nördlich der beiden größten Seen von Skandinavien. Und ja, da ist natürlich immer so die Frage, das ist auch bei mir immer so, wie viel Wildnis ist da jetzt eigentlich vorhanden und ich blende jetzt mal so ein bisschen die Karte ein und dann sieht man natürlich, ja, da gibt es auch viele Kahlflächen, da gibt es Forstwirtschaft, da gibt es Straßen, da gibt es sogar da unten Restaurant. Na, das ist, muss einem natürlich eigentlich so ein bisschen bewusst sein, vor allem natürlich bei so einer Produktion, wie sie letztes Jahr jetzt noch war. Das muss alles auch irgendwie zugänglich sein und klar, was ist Wildnis in Europa, das ist eine ganz andere Diskussion, auf die ich jetzt gar nicht so einsteigen möchte. Ist mir persönlich jetzt hier bei dieser Serie auch gar nicht so wichtig, weil man da ja auch mit seinen Regeln eben auch entsprechend versucht hat, das auch einzugrenzen, so dass möglichst wenig Kontakt eben auch zur Außenwelt besteht und die Leute wirklich für sich halt isoliert sind. Ob da ab und zu doch mal irgendwie ein Sportboot vorbeigefahren ist, das sei jetzt mal so dahingestellt, aber letztlich ja, finde ich das schon verhältnismäßig und mir hat die Serie auch so vom Konzept ja auch so gefallen, also ich will da jetzt auch nicht so rummeckern. Ne? Das machen wir Deutschen natürlich eh sehr selten und ich möchte da auch nicht mit anfangen. So, und jetzt kommen wir mal zu den Tieren. Dann haben wir jetzt den Luchs, mit denen steigen wir mal ein. Und da ist die Sache eigentlich relativ einfach. Also es gibt verhältnismäßig viele Luchse in Skandinavien, also in Schweden sind es so etwas über 1000, so 1200 ungefähr, die auch in dem Bereich, wo das hier stattgefunden hat, auch leben. Also da gibt es durchaus Luchse und die wurden ja jetzt in dieser Eingangsvorstellung am Anfang von dem, sofern ich das auch verstanden habe, ehemaligen Ranger auch gar nicht groß erwähnt. Und Gefährlichkeit von Luchsen ist auch verhältnismäßig gering, also verhältnismäßig gegenüber dem Mensch, also Gefährlichkeit gegenüber dem Menschen verhältnismäßig heißt extrem gering, sehr, sehr gering. Es gab tatsächlich so gut wie gar keinen dokumentierten Angriff auf Menschen in freier Wildbahn. Es gab sogar 2001 einen in der Schweiz, wo es ja mittlerweile auch relativ viele Luchse gibt. Und da war es so, dass ein Wanderer unwissentlich letztlich einen Luchs auf einen Baum gescheucht hat
Und der konnte halt nicht weg. Dann waren da sich unter dem Baum gesetzt, weil er wusste ja auch nicht, dass da was ist. Und dann ist der Luchs auf ihn raufgesprungen und hat ihn ein bisschen am Arm gekratzt. Und gebissen, glaube ich, nicht mal. Nur gekratzt, sofern ich das richtig verstanden habe. Und ja, der hat irgendwie eine Lederjacke an und da ist nicht viel. Er hat Verletzungen erlitten, aber sonst ist jetzt tatsächlich nicht so viel passiert. Und sonst waren das die üblichen Sachen. Also, wenn ein Luchs irgendwie vielleicht mal vom Jäger in Bedrängnis gesetzt wurde, dass er dann doch nochmal angegriffen hat. Oder eben bei Forschungseinsätzen, dass das Tier nicht richtig betäubt war oder gar nicht betäubt war und es irgendwie aus einer Falle geholt hat. Solche Geschichten. Aber Todesfälle sind mir auch bei meiner Recherche jetzt nicht untergekommen. Also das ist etwas, was extrem unwahrscheinlich ist. Extrem, extrem unwahrscheinlich. Wir haben auch Luchse in Deutschland, im Bayerischen Wald und im Harz. Und die Wahrscheinlichkeit, überhaupt einen Luchs zu sehen, ist sehr, sehr gering. Es ist sehr schwierig, einer der schwierigsten Tiere überhaupt zu fotografieren. Es gibt eben manchmal diese Ranzplätze. Ja, da kann man schon nochmal Glück haben, wenn man die ganz genau kennt. Aber sonst super, super, super schwer. Also einer der heimlichsten Tiere überhaupt. Und greift ja auch Rehe zum Beispiel eben aus dieser Heimlichkeit an. Also befindet sich, also so ein Lauerjäger lauert dann zum Beispiel auch auf so einem Baum und springt dann einfach aus seinem Versteck auf das Reh rauf. Das war jetzt bei diesem Wanderer eigentlich nicht so, weil er jetzt da nicht zum Biss angesetzt hat. Das war eben ein Indiz, dass es tatsächlich einfach nur ja, ein Angriff war, um die potenzielle Gefahr letztlich abzuwehren und dann abzuhauen. Also es war kein prädatorischer Angriff in der Schweiz, sofern ja, dass die Untersuchungen eben auch ergeben haben, hört sich für mich jetzt auch realistisch an. Also Gefahr von Luchsen bei Seven vs. Wild war sehr, sehr gering und so gut wie nicht vorhanden, wurde ja letztlich auch gar nicht besprochen. Ja, und jetzt kommen wir zu den Wölfen. Zu denen habe ich ja schon einiges auch gemacht, könnt ihr euch mal anschauen. Und da möchte ich jetzt mal eine ganze Sicht quasi nicht nochmal wiederholen. Aber die Kernessenz ist letztlich, dass ein Angriff auf Menschen auch sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Wir haben ja jetzt in Deutschland mittlerweile schon doch einige Wölfe, fast 200 Rudel, auf jeden Fall über 1000 Wölfe, vielleicht fast 1500. Und da kam es zu keinem einzigen Angriff. Und ja, die ganzen anderen Daten könnt ihr euch da auch nochmal ansehen, Ninas Studie und so weiter. Die allermeisten Angriffe haben natürlich immer mit Tollwut zu tun, ist in Schweden jetzt kein Thema. Und wenn wir uns dann erstmal angucken, wo gibt es überhaupt Wölfe in Schweden, das ist interessant, weil es tatsächlich genau in dem Gebiet ist, wo sie waren. Das wurde ja auch am Anfang des Videos gesagt. Und in Schweden gibt es nicht mal so viele Wölfe, das würde man ja immer vermuten, in Skandinavien. Dass es da viel, viel mehr Wölfe gibt als bei uns. Das ist genau gegenteilig tatsächlich mittlerweile. Also dort gibt es so um die 300 bis 400 Wölfe. Ja, und wir haben in Schweden letztlich, beziehungsweise in ganz Skandinavien haben wir 48 Rudel. Es gibt eben auch einige grenzüberschreitende Rudel dort. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, auch als Vergleich zu Deutschland, wir haben ja in Brandenburg schon, ja, so um die 50 Rudel. Und vor allem in der Lausitz eine viel, viel, viel höhere Dichte an Wölfen, was mit mehreren Faktoren zusammenhängt. Zum einen ist der Bestand einfach an ja, potenziellen Beutetieren, vor allem eben Rehe und Wildschwein, deutlich höher als in Schweden. Ja, das kann man sich ja auch vorstellen mit unserer Felderwirtschaft, dass da natürlich viel mehr und auch gewisse Jagdmethodiken einfach viel höhere Bestände zusammenkommen an Schalenwild und eben ja, auch an Schwarzwild. Also das ist auf jeden Fall vorhanden und ein Fakt, klar. Und wir haben tatsächlich auch in Schweden eine Wolfsjagd. Das könnt ihr euch eben so vorstellen, wir haben die Wölfe eben in Mittelschweden, also das ist quasi die Konzessionsentscheidung, dass man sagt, ja, im Süden mit der Landwirtschaft, no, da wollen wir sie eigentlich nicht unbedingt haben und im Norden können wir das eben auch nicht machen, weil da haben die Sami ihre Rentierherden, die ganzen Rentiere, die dort herumstreifen, gehören ja letztlich jemandem, den Sami, das sind auch keine wilden Rentiere. Und die haben dann natürlich auch keinen Schutz. Das bedeutet letztlich, da ist auch die Entscheidung gefallen, da sollen die Wölfe auch nicht hin. Also packen wir die quasi und lassen sie in der Mitte. Und es dürfe nicht unter 300 sein. Und ja, aber viel mehr sollen es eben auch nicht sein. Und es gibt da so einen minimalen Austausch noch mit der Population in Finnland. Da gibt es eben auch einige Wölfe. Und das ist ja letztlich das Witzige, dass die Wahrscheinlichkeit, Wölfen zu begegnen, jetzt im Umland von Berlin an jedem Badesee eigentlich höher ist als dort in Schweden. Das sollte einem schon bewusst sein. Und wie gesagt, es gab
sehr wenige Angriffe auf Menschen, vor allem in Schweden. Das war 1842, wenn ich mich irre, dass da ein Wolf aus Gefangenschaft ausgebildet wurde und der den Menschen angegriffen hat. Ja, und letztlich bei den Wölfen auch für die Gefährlichkeit gegenüber Menschen muss man eben auch sagen, ja, es sind weniger Einzelfälle in Europa und in Nordamerika überhaupt dokumentiert. Da gibt es ja die NINA-Studie, habe ich auch sehr ausführlich besprochen, kann man sich dann auch nochmal im Detail angucken. Aber in Schweden war der letzte Fall im 19. Jahrhundert, also Mitte des 19. Jahrhunderts, ich glaube 1842 oder so. Und das ja, zeigt dann, glaube ich, dass die Wahrscheinlichkeit einfach sehr, sehr gering ist. Falls man natürlich einem Wolf begegnet, ja, hat man die gängigen Verhaltens- oder sollte man eben entsprechend reagieren, wie bei vielen Prädatoren, erstmal stehen bleiben, beobachten, was passiert. Und in allermeisten Fällen geht der Wolf einfach weg. Er rennt vielleicht nicht panisch weg. Auch das hatte ich ja mal besprochen, der ist doch schon relativ, ja, relativ nüchtern. Beim Bär ist das meistens tatsächlich ein bisschen anders, aber der Wolf geht eher ruhig weg. Und ja, das hatte Ben in seinem Video gesagt, genau, dass man da teilweise entsprechend auch eher aggressiv auch reagieren kann und sich eben auch versuchen zu verteidigen, weil in allermeisten Fällen ist es dann ein Einzelwolf und kein ganzes Rudel. Ja, das also prinzipiell, wenn der Wolf dann wirklich immer näher kommt und es eben auch entsprechend so aussieht, dass er einen wirklich versucht anzugreifen, dann sollte man sich allerdings verteidigen. Das ist tatsächlich beim Bären etwas anders. Aber ja, bis es dazu kommt, muss schon sehr, sehr viel passieren, dass es unprovoziert, ohne Tollwut wirklich eine realistische Chance ist. Also da gibt es wirklich viele andere Tiere, wo die Chance einfach viel, viel höher ist. Und jetzt bei dem bei Seven vs. Wild ist es einfach ein geringes Gefährdungsrisiko in diesem Gebiet. Ja, und dann kommen wir jetzt zum großen, flauschigen Braunbären. Das ist tatsächlich sehr spannend, weil es sehr, sehr viele Braunbären in Skandinavien gibt, wenigstens an Reimzahlen. Wir haben da fast 3000 in Schweden und die werden auch gejagt, ja, und haben aber auch tatsächlich sehr zugenommen. Also wenn man sich das mal anschaut, wie die Situationen tatsächlich vor 100 Jahren waren, da gab es nur noch wenige 100 Bären teilweise in Skandinavien, also auch in ganz Skandinavien. Und das hat sich dann doch wieder erholt. Und es ist natürlich so, dass die Bären gewisse Gebiete eher präferieren als andere. Also die Fjorde von Norwegen, da sind es fast teilweise eher Einzeltiere. Und die allermeisten gibt es tatsächlich auch in dieser Region Mittelschweden. Und noch ein bisschen nördlicher. Man sieht tatsächlich auch spannend, eben Bären werden dann eher toleriert als Wölfe. Das ist ja auch eine interessante, interessante Erkenntnis vielleicht auch einige Leute. Und das liegt eben auch entsprechend daran, dass Bären, und da kommen wir vielleicht auch zum Punkt der Gefährlichkeit, sehr selten aktiv jagen. Also es kann schon passieren, es gab da auch sehr krasse Aufnahmen letztens bei Frozen Planet, da ging es allerdings um Grizzlies, also letztlich der amerikanische Braunbär, gleiche Art, aber Unterart, und der wirklich Moschusochsenkälber gejagt hat, das habe ich noch nie gesehen, fand ich total spannend. Oh, da habe ich ihn eben, der kommt relativ häufig zum Einsatz in letzter Zeit. Und ja, das ist krass, aber sonst, und auch Weidetiere werden teilweise mal gejagt, aber auf einem ganz anderen Niveau als bei Wölfen. Und vor allem jagt er halt die ganzen Rentiere da nicht umher. Und das, wenn mal ein Rentier stirbt, sind das eher Einzelfälle. Und da kommen wir eben zur Gefährlichkeit gegenüber den Menschen. Und das finde ich dann auch eher spannend, noch hier bei Seven vs. Wild. Weil da würde ich sagen, da gibt es schon viele Braunbären. Es gab ja auch mal diese Spur vom Braunbär, die da gefunden wurde. Und ja, es ist auch wirklich tatsächlich die beste Spur. Aber ich würde auch sagen, sieht nach einem Braunbär aus. Die Wahrscheinlichkeit ist auch einfach sehr, sehr hoch. Weil es da viele Braunbären gibt und es gibt wenig, was es sonst so eine Spur produziert. Also ja, wahrscheinlich ein Braunbär. Und warum ist da die Gefährlichkeit vielleicht ein bisschen höher? Es gibt auch so generell erstmal sehr wenige Angriffe, vor allem auch in Schweden. Ja, und es gab in Schweden letztlich in den letzten 100 Jahren 61 wirkliche Angriffe. Und die Wahrscheinlichkeit von einem Braunbärangriff ist natürlich auch sehr gering. Dennoch ist es so, dass die Gefährlichkeit vor allem da besteht, weil die Braunbären ja auch eher wenig jagen, dass sie eben versuchen, eben Vorräte eben auch zu fressen. Da haben die Teilnehmer natürlich ein bisschen Glück, weil sie haben ja nicht besonders viele Vorräte dabei. Und die einzige kritische Situation ist dann eher bei dem Fisch, den man gefangen hat. Da war es bei Martin ja so, dass er dann die Innereien relativ nah am Camp auch entsorgt hat.
und oder halt generell den Fisch dort gebraten hat, ja, kann man jetzt drüber streiten, ob das so clever ist. Ich würde es vielleicht eher nicht machen im Bärengebiet, aber man muss auch bedenken, dass vor allem die Bären in Europa, insbesondere eben in Schweden, wo sie auch gejagt werden, schon verhältnismäßig scheu sind. Sie sind trotzdem noch neugierig und es kann passieren, dass sie eben zu einem Camp kommen und da gucken, was da los ist. Aber es ist nicht der gleiche, die gleiche Situation wie eben in Nordamerika, also in Kanada und Alaska, wo Bären durchaus noch trotzdem seltener Kontakt mit Menschen haben, wo es ja alles sehr viel weiträumiger ist, Grizzlies auch von den Verhaltensweisen tendenziell etwas aggressiver sind und natürlich auch deutlich größer sind. Und da kann es dann eher noch zu einem zu einer gefährlichen Situation kommen. Die allermeisten gefährlichen Situationen bei Bären sind eher folgende. Beim Braunbären, dass der Braunbär überrascht wird, also vor allem natürlich die schlimmste Situation bei Mutter mit Jungtieren und so überrascht ist und so viel Angst hat in diesem Moment, dass er denkt, die einzige Möglichkeit, wie ich mich jetzt verteidigen kann, ist zum Angriff überzugehen, aus seiner Sicht vielleicht Gegenangriff und dann eben zu versuchen abzuhauen. Ne? Und wenn man einem Braunbären normalerweise begegnet, kommt es natürlich auch darauf an, erstmal Situation beobachten, was macht der Bär. Normalerweise würde er wahrscheinlich stehen bleiben, einen ansehen. Und dann bleibt man eben auch entsprechend stehen, zieht sich langsam zurück, läuft eben rückwärts zurück, beobachtet den Bären, guckt, was er macht. Normalerweise rennt er dann weg, vielleicht ist er neugierig und guckt nochmal und geht dann weg. Das sind alles Möglichkeiten. Und in ganz, 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 ganz seltenen Situationen kommt er dann, gibt es vielleicht einen Scheinangriff, eben bei Muttertier, was die Jungen verteidigen will. Habe ich sogar in Rumänien gesehen, wo das eine weibliche Bärin gemacht hat, aber gegenüber männlichen Braunbären. Das war bei einer Fütterungsstelle. Da werden Fütterungsstellen installiert, um die Bären von den Siedlungen wegzulocken. Und da habe ich das tatsächlich gesehen, beim Steinangriff auch ruhig stehen bleiben, auch wenn es unglaublich stressige Situation ist und eben nicht wegrennen. Das weiß man ja, aber klar, in der Situation ist es natürlich alles andere als einfach. Und auch auf dem Baum klettern bringt meistens nicht ganz so viel. Ich denke mir mal, ich würde es versuchen bei einem großen Bär, einem großen Männchen, wenn es zum Äußersten kommt. Aber Bären können auch sehr gut klettern. Also eher schwierig. Und ja, und wenn es dann wirklich zum Angriff kommt, man sagt immer, im Englischen ist es, glaube ich, if it's a black, fight back. If it's a brown, lay down. If it's a white, goodbye. Oder so. Also bei Eisbären hat man nicht mehr so viele Chancen. Beim Braunbären dann halt eher auf den Boden legen. Am besten, ich fand das auch immer am sinnigsten, den Rucksack über den Nacken legen und gucken, dass das eben geschützt ist, weil da der Bär reinbeißen würde und dann hoffen, dass er eben das Interesse verliert, hat auch der Ranger in der Form so gesagt. Der Rucksack ist tatsächlich immer ein gutes Utensil. Man kann den Rucksack, wenn der Bär wirklich sehr bedrängt, auch auf den Boden legen und dann wühlt der Bär darum und man kann der Situation teilweise eben auch entfliehen. Aber wie gesagt, alles nicht so die allergrößte Gefahr. Es gibt eigentlich keine Angriffe, also es gibt so gut wie keine Angriffe in Skandinavien. Ja, in Europa waren es 36 Tote im letzten Jahrhundert quasi. Allerdings 19 in den letzten 20 Jahren, das hat tatsächlich zugenommen. Und da muss man vor allem nach Rumänien auch gucken, da gibt es relativ viele Bärenangriffe. Es gibt auch sehr, 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 sehr viele Bären, fast 5000. Also das ist natürlich gigantisch im Vergleich zu der Fläche. Sie werden auch gerade nicht gejagt. Und da gibt es eine sehr vitale Diskussion, ob man das so weiterführen möchte oder was es sonst für Lösungen gibt. Weil klar, so viele Bärenangriffe führen dann natürlich entsprechend wirklich zu einer Akzeptanz, die dann entsprechend sinkt, kann man sich ja auch vorstellen. Ja, und dann habe ich ja schon angekündigt, welche weiteren Vertreter gibt es. Ich nenne jetzt nochmal den Vielfraß, von denen gibt es wirklich nur wenige hundert Tiere in Skandinavien, kennen vielleicht auch viele gar nicht oder assoziieren eher die Vielfraße mit Nordamerika, da gibt es ja auch. Aber wir haben sie tatsächlich auch noch in Europa. Ganz, ganz, ganz früher gab es sie sogar mal in den Alpen, da gibt es tatsächlich Skelette von Vielfraßen, die da gelebt haben. Aber das ist schon lange her. Auch in Osteuropa gab es sie noch relativ lange. Also mir sind auch da keine Angriffe auf Menschen bekannt, die jetzt nicht in irgendeiner Weise bei wissenschaftlichen Arbeiten oder in der Jagd irgendwie aufgetreten sind. Wenn man so ein Tier natürlich wirklich bedrängt, kann es schon dazu kommen, dass es
sich eben natürlich wehrt, so wie der Lux in der Situation, die ich beschrieben habe, aber sonst passiert das nicht. Also das ist nichts Realistisches und die gibt es auch nicht in der Region, wo sie waren. Also das ist keine Wahrscheinlichkeit, dass dieses Tier einem da gefährlich werden könnte. Und ja, dann kommen wir zum letzten Vertreter, den ich also breit angekündigt habe. Und ist es ein Clickbait? Na, vielleicht ein bisschen. Also es ist der Elch. Aber ich denke mir immer beim Elch, es ist tatsächlich in Alaska so, dass Elche für mehr Tote und deutlich mehr Angriffe verantwortlich sind als Grizzlies. Und das wird auch immer ganz groß promoted in Alaska. Ey Leute, ja, Grizzlies sind ganz schöne Brocken, krass, aber der Elch ist halt häufiger da. Und wenn ihr den bedrängt, dann kann er euch auch umbringen. Und Elche sind dann teilweise relativ unnachgiebig. Also wenn sie einen dann wirklich loswerden wollen, können sie natürlich mit dem großen Geweih, wegen es bei den Männchen, umstoßen und dann treten sie einfach auf einen rauf, bis man sich nicht mehr rührt. Relativ unangenehm, glaube ich. Und ich habe schon mal Elchforscher tatsächlich in Deutschland auch getroffen, die mir dann quasi hinter der Bühne gesagt haben, nach einer Präsentation über Elche, ja, das sind schon ganz schön krasse Bastarde eigentlich, die wirklich, mit denen man sich lieber nicht anlegt und die dann wirklich sehr unnachgiebig sind. Und das scheint auch so der Fall zu sein. Tatsächlich aber auch da ein Unterschied zwischen Nordamerika und Schweden. In Schweden kommt das deutlich, deutlich seltener vor, wobei es da auch interessante und auch sehr merkwürdige Vorfälle gab. Also auch da gibt es ja, wie viele Elche gibt es? Also wir hatten ja eben die Zahlen, 3000 Bären, oh, ist schon eine Menge. Es gibt aber 300.000 Elche. Also die Wahrscheinlichkeit natürlich Elche in Schweden zu sehen ist viel, 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 viel höher. Und entsprechend kann es natürlich potenziell zu mir viel mehr gefährlichen Situationen kommen. Das gleiche eben in Alaska. Das heißt nicht, dass Elche potenziell gefährlicher sind, aber es gibt einfach das Potenzial für viel mehr Interaktionsmöglichkeiten eben mit Menschen. Und die allergefährlichste Begegnung ist eigentlich nicht die in der Wildnis, sondern die auf der Straßenbahn. Das wissen ja die allermeisten wahrscheinlich auch. Also es gibt da ungefähr 5.000, 6.000 Unfälle mit Elchen in Schweden, was ja schon eine ganz schöne Menge ist. Und ja, es ist auch ein richtig großes, fettes Tier. Und wenn man da mal einen Crash hat, da fliegt schon einiges durch die Windschutzscheibe. Und das ist ja auch nicht so schön. Wir haben tatsächlich sogar in Brandenburg immer wieder und jetzt immer mehr vermehrt Elche. 5 Elche sind es, glaube ich, die jetzt recht stationär sogar dort leben. Und ja, also durchaus auch ein Thema, was es in Deutschland in Zukunft immer mehr beschäftigen wird, dann bin ich mal gespannt. Das ist tatsächlich eine ziemliche Herausforderung, natürlich in einem Land, was nochmal über eine viel krassere Infrastruktur an Straßen verfügt als Schweden auch und natürlich auch mit den großen Autobahnen. Gab es schon auch einige Unfälle in Deutschland mit Elchen. Und ja, was mache ich bei einer Elchbegegnung? In den allermeisten Fällen rennt der Elch einfach weg. Aber es ist halt auch ein riesiges Tier, was ich nicht unbedingt immer vor allen Dingen auch so fürchten muss. Also es kann auch sein, dass er einfach stehen bleibt und da gab es eben auch Vorfälle von Leuten, die das eben unterschätzt haben und dachten, ja, der Elch, der bleibt ja jetzt stehen. Mhm. Und gehe ich mal hin und versuche ihn zu streicheln. Keine gute Idee. Und ja, bei Seven vs. Wild wurde ja auch Elchkot gefunden. Keine große Überraschung, das ist das Gebiet, wo es auch mit am meisten Elche gibt. Eigentlich überraschend, dass sie keinen gesehen haben. Ich habe damit eigentlich immer gerechnet, dass das nochmal kommt. Super schade. Hätte mich wäre spannend geworden. Aber wahrscheinlich wäre einfach abgehauen. Aber gut, da würde ich mir fast noch am meisten Sorgen machen. Und die Wildschweine wurden ja auch besprochen. Ja, ähnliches, vielleicht sogar noch erweitertes auch Gefährdungspotenzial, wenn man da welche überrascht oder die eben auch im Camp rumstöbern. Aber die Leute haben ja auch viel mit sich selbst geredet, was in den Situationen durchaus auch hilfreich sein kann. Also, sie haben es eigentlich ganz gut gemacht, sodass sie eben keine Tiere sehen. Für uns Zuschauer dann natürlich ein bisschen schade. Der hätte noch ein bisschen mehr kommen können. Ah ja, ein kleiner Nachtrag noch zum Lux übrigens. Großkatzen sind tatsächlich dann doch etwas gefährlicher. Also es ist eigentlich keine Großkatze oder Big Cat in der Definition, aber Pumas zum Beispiel in Nordamerika sind für viel, 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 viel mehr Angriffe und Todesfälle verantwortlich als Grizzlies, weil die ein bisschen hinterlistig sind. Also vor Pumas würde ich mir viel mehr Sorgen machen, als eben auch vor Grizzlies in Amerika. Auch immer irgendwie eine ganz interessante Info. Und klar, von Tigern und Löwen brauchen wir jetzt nicht anzufangen. Das wissen wahrscheinlich auch die meisten. Also Katzen sind da schon noch ein bisschen schwieriger eigentlich einzuschätzen als jeder Bär oder Wolf. Und ja, so viel dazu. Also ich hoffe, ihr habt jetzt einen kleinen Einblick bekommen.
Klar, man kann jetzt natürlich auch damit anfangen mit, die Bienen, die sind eigentlich für viel mehr Todesfälle in Skandinavien verantwortlich als die meisten anderen Tiere. Ja, ja, ne, das ist, glaube ich, auch den meisten klar. Und wir haben natürlich auch die Kreuzotter, die da tatsächlich in relativ hohen Zahlen auch vorkommt. Also auch eigentlich eine Gefahr, die man vielleicht nicht ganz unterschätzen sollte. Natürlich ein verhältnismäßig starkes Gift im Vergleich zu anderen Schlangen in Europa. Aber auch die, da sind seit Jahrzehnten auch keine Leute mehr wirklich gestorben. Und auch da natürlich wirklich ein geringes Potenzial. Und ja, ich glaube, den meisten Leuten ist ja klar, die Schlangen würde ich jetzt lieber nicht anfassen. Und das wäre aber auch interessant geworden, wenn da jemand versucht hätte, da eine Schlange eben zu fangen und zu töten. Wobei das naturschutzrechtlich schon fast wieder schwierig ist. Aber gut, das ist eine andere Frage. Ja, also viel mehr habe ich jetzt gar nicht mehr zu sagen zu der Thematik. Wie gesagt, ich gucke mal jetzt auch, wie das Video ankommt. Ich hoffe, es waren jetzt ein paar interessante Gedanken noch dabei und ich hätte noch mal Lust, mich ein bisschen da reinzuknien nach Panama, aber es ist viel Recherchearbeit und mal gucken, ob ich das auch in der nächsten Woche schaffe. Also, macht's gut und das war ja wieder ein bisschen hoffnungsvoller als bei den Eisbären, oder?